Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video, beziehungsweise jetzt wird es ein Unboxing und ein richtiges Unboxing, weil ich habe es noch nicht richtig ausgepackt. Ich habe hier ein ganz großes Paket gekriegt. Das ist von BenQ. Wartet mal, ich muss mal hier unten noch schnell den Aufkleber abmachen. Nein, Aufkleber nicht, aber das Ding, was hier drin gemacht wurde, sieht man meine Adresse? Ja, sieht man natürlich. Ja, dann bringen wir das mal. Packen wir das beiseite. So, ah, hier ist noch was. Das kam nämlich gerade mit UPS. So, Aufkleber auch ab. So. Und da ist was ganz Besonderes drin. So, na, ich denke mal, ihr werdet es schon gelesen haben in der Videobeschreibung. Eine Lampe von BenQ ist hier drin. Ich habe ja schon die Screenbars vorgestellt. Zack. Und hier ist noch was Geiles. Also ich habe ja, wo ich jetzt die Screen, also wie gesagt, ich habe es von BenQ gekriegt, aber diesmal ist nicht BenQ auf mich zugekommen, diesmal bin ich auf BenQ zugegangen, weil ich habe die gesehen, die Lampe, und habe mich drin verliebt, habe gesagt, geil. Und habe gedacht, ich frage mal nach. Und habe auch das okay netterweise bekommen. Oh, die ist aber echt groß. Oh. Ui. So, dann können wir den Karton wegräumen. Uiuiuiui. So. Puh. Da ist er. Und das ist die BenQ WIT, also WIT, E-Reading-Lampe. Die hat hier so einen Bogen. Und dann kann man auch halt wieder logischerweise Licht dimmen und. Ja, das fokussiert das Licht wieder direkt auf den Arbeitsplatz, so wie ihr es von den Screenbars her kennt. Aber diesmal ist es eine zum Hinstellen. Und ich fand das Design und die Machart einfach echt stylisch und geil. Und habe gedacht, Mensch, damit, wenn ich die jetzt so hinmache, stelle wie auf dem Bild hier und hier meine Kamera hinmache, kriegt die Kamera mehr Licht. Mehr Licht logischerweise auch auf mich und so. Und dann sieht man mich vielleicht besser in den Streams. Wir haben hier einen 90-Grad-Winkel. Intelligent ist er auch. So, da bin ich mal gespannt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sie am besten auspacken. Hinten steht alles in, ich denke mal, Chinesisch drauf. Hier sehen wir dann halt nochmal die Lampe, wie sie dann hier über dem Monitor ist. Und hier halt 150%. Leider kann ich es nicht lesen. Dann haben wir den Ring. Den Regler. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schon schreiben, welche Farbe ich mir ausgesucht habe. Es gibt sie, das kann ich euch nicht zeigen, dann würdet ihr das sofort sehen, in Gold, Silber, Grün, Blau und Rot. Einfach mal Pause drücken und mal eine Farbe reinschreiben. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier rauskriegen am besten. Oh Gott. Jetzt aber. Und ich muss echt sagen, ich bin mit der Qualität von BenQ echt zufrieden. Boah, Gott. So. Hoppala. Oh, da fällt was runter. Aber das ist von mir. Gut. So. Dann haben wir einmal. Ach, das ist hier nochmal festgeklebt. So, dann haben wir einmal ein Anleitungsheft mit bei. Wartet mal, ich richte euch mal runter, dass ihr mehr seht. Dann haben wir hier noch eine Anleitung in Chinesisch. Ich weiß jetzt nicht, weil es für Influencer ist, beziehungsweise halt für YouTube-Videos oder
was weiß ich, dass es vielleicht von woanders herkommt und deswegen Chinesisch mit bei ist. Und ob es bei, wenn man es normal kauft, vielleicht in Englisch oder in Deutsch so ist, das kann ich euch nicht sagen. Eine Schachtel haben wir hier. Ach du heilige Scheiße. Oh, Scheiße. Also der Fuß ist extrem schwer. Mit einer Schraube festschrauben. Ach, da ist so ein Aufkleber drauf. Achtung, Fuß. Seht ihr das im Weißen? Das Ding ist wirklich echt schwer. Und hier kommen wir zur Lampe. Jetzt könnt ihr sie sehen. In Blau habe ich sie. Hier oben ist sie halt so blau mit, so blau metallic, so mit Silberding drinne. Und der Kabel ist blau. Wenn ihr andere Farben habt, ist der Kabel natürlich eine andere Farbe. Aber das gucken wir uns gleich alles im Hardware-Video an. Die haben auch noch eine kleinere Lampe. Die ist dann, die ist dann gleich schon auf dem Standfuß drauf. Also die kann man nicht trennen. Hier ist halt der Vorteil. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich einen kleinen Arbeitsplatz habt und das passt mit dem Fuß nicht hin, gibt es noch die Möglichkeit, einen Tischadapter, also so eine Klemme zu holen, die macht er dann am Tisch ran und dann macht er das oben rauf. Oder wenn euch die Lampe vom Optischen so gut gefällt, was ich sehr gut verstehen kann, weil die sieht wirklich sehr stylisch aus und mit dem Weiß und dem Blau und sieht schon echt cool aus. Werden wir gleich im Hardware-Video alles angucken. Ihr könnt die auch, wenn ihr sagt, Mensch, die ist gut zum Lesen, die ist cool. Man kann da auch eine Verlängerung holen. Dann kann man so auf den Fußboden stellen. Also da ist praktisch vom Fußboden bis hierher so eine Verlängerung. Und dann macht man die dann rauf und dann kommt die Lampe da oben rauf. Und dann kann man die auch für die Leseecke oder was weiß ich nehmen. So, aber wir wollen ja noch hier gucken, was hier drin ist. Also wir haben jetzt den Fuß, die Lampe und ein Kabel. Hier haben wir Adapter. Und hier haben wir einen... Achso, ja, hier haben wir dann den Adapter für den Kabel. Und da kommt der andere Adapter für die Steckdose drin, je nachdem, in welchem Land ihr euch gerade befindet. Das ist das Einzige, was jetzt nicht so optisch jetzt zur Lampe passt. Der ganze Kabel ist blau und das kommt ja hier dann drin. Aber ich weiß nicht, also mich stört das jetzt ehrlich gesagt nicht. Wenn man die Lampe natürlich im Raum stehen hat oder in der Leseecke und die Steckdose daneben ist und dann halt auf jeden Fall so ein schwarzer Kabel, einen blauen, schönen, geslieften Kabel geht, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, naja, aber bei mir kommt es unterm Tisch festgemacht. Interessiert mich nicht, also da stört mich das ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann auch Leute verstehen, die sagen, das stört mich, ich hätte es gerne in einer anderen Farbe. Oder das, warum ist das nicht gesleeved oder so. Was das, oder gleich blau oder in der passenden Farbe oder was weiß ich. So, und dann haben wir einmal Deutschland. Also das ist mit diesen Zweien, das kennt ihr ja. Das braucht ihr einfach nur rauf machen. Und zwar, ich muss jetzt mal gucken, wie es richtig ist. So rum. Das macht ihr hier einfach rein und dann macht er zu und dann ist es fest. Und dann haben wir hier noch mit einem Plasteteil. Das ist England, wenn ich mich recht erinnere. Und nee, das ist, ich weiß nicht, wo das schräge hinkommt, aber Amerika ist es nicht. Amerika hat zwei gerade. Amerika hat das, bloß ohne diesen Plastennüppel. Aber ich habe zweimal Deutsch mit bei, so wie es aussieht. APD2KR, APD2EU. Okay. Also APD heißen sie beide, aber einer heißt KR hinten und der andere EU. Und bei dem steht, achso, AU, könnte Australien sein, okay. Und bei dem anderen steht UK, ja. Also können wir den hier wieder rausnehmen und machen den
für die EU rein. So, die sehen aber auch echt identisch aus. Also ich sehe da jetzt auch nicht nennenswerten Unterschied. Ah, doch. Doch. Der für EU, der ist schon drauf und das ist der andere, der ist dicker. Also hier, der silberne ist dicker und der schwarze ist dicker. Könnt ihr das sehen? Da müsst ihr dann aufpassen. So. Und dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir die Lampe aufbauen werden. Und natürlich auch betreiben werden. Wir werden sie uns erstmal angucken, was sie für Features hat und wie das alles aussieht. Und dann werde ich es in einer Weile testen. Und dann kommt dann später natürlich auch wieder, wie ihr kennt, Hardware-Check, Review, Fazit. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Ich nenne es mal so, wie es halt gerade cool aussieht mit dem ganzen Titel. Ja. Und dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.